Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf der German Gaming Zone. Hier ist wieder euer Knight und nachdem wir ja zuletzt NHL 2007 abgeschlossen haben, die Weltmeisterschaft mit Deutschland ja leider im Viertelfinale beenden mussten, weil wir ja gegen die USA verloren haben, sehen wir uns also heute zu einem neuen Projekt, wieder mal NHL, allerdings ein anderer Teil. Und zwar dieses Mal NHL 2009. Ich habe auch dieses Mal ganz, ganz tief in meiner Gaming-Kiste rumgekramt. Habe ja noch die ganzen alten Teile von NHL, die damals für den PC erschienen sind. NHL 2009 war ja das letzte Spiel der NHL-Serie, das damals für den PC erschienen ist. Danach hat ja EA Sports nur noch für die PlayStation 3 bzw. für die Xbox produziert und den Verkauf auf der Plattform Computer eingestellt. Deswegen, ja, ist das eben der sozusagen aktuellste Teil von NHL, den es damals noch für den PC käuflich zu erwerben gab. Also NHL 2009 hat schon wieder ein paar Jahre rumgekriegt, das gute Spiel. Aber nichtsdestotrotz denke ich trotzdem, dass es ein Let's Play wert ist und genau das werden wir machen. Wir werden ähnlich oder eigentlich genauso wie bei NHL 2007 einen Saisonmodus spielen. Genauso 29 Spiele, also eine kurze Saison. Und ja, nachdem wir bei NHL 2007 mit den St. Louis Blues den Stanley Cup gewonnen haben, werden wir uns bei NHL 2009 mit einem anderen Team auf die Jagd nach dem heißbegehrten Cup machen. Und zwar den Edmonton Oilers, die sind schon ausgewählt. Wie ihr ja wisst, bin ich ja eher der Fan der kanadischen Mannschaften. Und da ich zuletzt bei NHL 2007 mit einem Team aus der USA gespielt habe, wird also bei NHL 2009 mal wieder ein kanadisches Team dran sein. Und das sind in diesem Falle die Edmonton Oilers. Ja, wir werden also den Saisonmodus mit den Oilers spielen. Und ja, ich habe mir wirklich überlegt, was könntest du denn jetzt noch Let's Playen, bevor ich ja dann zu Beginn der neuen NHL-Saison NHL 15 auf meiner PS3 Let's Playen werde. Das wird ja dann das nächste große Projekt werden hier auf der German Gaming Zone. Bis dahin will ich ja die Zeit noch so gut wie möglich rumbringen und ich habe mir da so gedacht, NHL 2009 im Saisonmodus bietet sich doch an. Und ja, genau das werden wir spielen, also mit den Edmonton Oilers. Wir starten in der Western Conference und werden uns also auf die Jagd nach dem heißbegehrten Stanley Cup machen. Mal nur so eine kleine Randinfo, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Winnipeg Jets, der Realität zuliebe zu erstellen. Hab das also mit dem Editor hier im Spiel gemacht, die Jets erstellt, dafür die Atlanta Thrashers einfach mal rausgehauen. Winnipeg hat also alle Spieler bekommen, die Atlanta zuvor im Kader hatte, weil Winnipeg aktuell ja wieder in der NHL spielt und Atlanta verdrängt hat. Deswegen dachte ich mir einfach, um das Spiel ein bisschen näher an die Realität zu bringen, bringe ich einfach mal die Jets mit ein. Macht am Ende ja keinen großen Unterschied. Also Winnipeg mit dabei ist sozusagen 7 kanadische Teams in dieser Saison bei NHL 09 dabei. Ja, genug gelabert, würde ich sagen. Starten wir mal durch in unsere Saison mit den Edmonton Oilers. Ich bin gespannt, was geht mit den Jungs aus Alberta. Das ist durchaus eine starke Truppe. Da brauchen wir, denke ich, nicht um den heißen Brei herum zu diskutieren. Die Oilers, das ist ein Team mit viel Qualität. Allerdings haben sie in den letzten Jahren leider die großen Erfolge vermissen lassen. Also in der NHL waren die Oilers zuletzt nicht die erfolgreichste Anlaufstelle. Haben leider in den letzten Jahren sehr, sehr oft die Playoffs verpasst. Ich glaube, in den letzten Jahren haben sie es auch überhaupt nicht in die Playoffs geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist schon eine ganze Weile her, wo sie das letzte Mal da dabei waren. Standen ja, glaube ich, in der Saison 2005, 2006 das letzte Mal im Stanley Cup Finale. Ja, genau, gegen die Carolina Hurricanes. Dort hatten sie die Serie ja leider verloren. Und ich glaube, seitdem waren die Oilers nicht mehr im Stanley Cup Finale vertreten. Also es ist schon eine ganze Weile her, wo die Oilers ihre letzten großen Erfolge in der NHL feiern konnten. Deswegen wird es, denke ich, Zeit, dass wir hier bei diesem Let's Play den Oilers zu altem Glanz verhelfen. Ihr seht schon, wir werden in die Saison gegen die Ottawa Senators starten, also gleich ein kanadisches Duell. Das wird ordentlich in sich haben, die Senators, natürlich keine Amateurtruppe. Das wird kein einfaches Unterfangen werden, aber naja, wir werden sehen, was dort geht. Ja, noch so die restlichen Infos. Wir werden auf dem Schwierigkeitsgrad schwer spielen. Hab jetzt die letzten Stunden ein bisschen damit verbracht, hier beim 09er Teil zu testen und denke, der Schwierigkeitsgrad schwer wird uns nicht überfordern und vor allem nicht unterfordern, denn ich will ja jetzt nicht jedes Spiel 5:0 gewinnen, das soll ja auch ein bisschen Anspruch haben, macht mehr Spaß, denke ich, auch für euch beim Zuschauen, wenn es ein bisschen realistischer ist und deswegen spielen wir auf schwer, ansonsten die Einstellungen eigentlich so, dass ich hier wirklich gut spielen kann. Ja, schauen wir uns mal noch das Team an der Oilers, das ist eigentlich eine starke Truppe. Haben wir unter anderem Dustin Penner, der spielt ja aktuell bei den Anaheim Ducks. Oder Sean Horkoff, Hemsky, Cole, Cogliano, Sam Gagner, Pisani, Puel, Nielsen. Also das ist schon eine starke Mannschaft. Ich denke, mit den Jungs ist auch ordentlich was drin. Und ja,
Freunde. Da können wir uns, denke ich, auf eine spannende Saison freuen. Ja, ich werde natürlich den einen oder anderen Trade tätigen, sollte das unbedingt vonnöten sein. Das werde ich dann halt während der Saison sehen. Also ich werde jetzt nicht gleich zu Saisonbeginn hier ganz viele Transfers machen. Also wirklich nur, wenn das nötig sein sollte, wenn ich wirklich sehe, da und da auf der Position sind noch Schwächen, da muss was getan werden, dann würde ich da eben ansetzen und den einen oder anderen neuen Spieler eben nach Edmonton holen oder den einen oder anderen eben verkaufen. Das werden wir dann sehen, je nachdem, wie sich's ergibt. Ansonsten gibt's, denke ich, nicht mehr dazu viel zu sagen. Wir sind dann, denke ich, gleich auf dem Eis gegen die Ottawa Senators zum ersten Saisonspiel. Also bleibt dran, Freunde, gleich geht's weiter. Bis gleich. So, Jungs und Mädels, und damit herzlich willkommen zu unserem ersten Saisonspiel beim Let's Play NHL 2009 mit den Edmonton Oilers. Wir sind, wie vorhin schon gesagt, zu Gast bei den Ottawa Senators. Und ich bin gespannt, was geht in diesem kanadischen Duell gegen die Senators aus Kanadas Hauptstadt. Das wird keine einfache Aufgabe werden gegen die Jungs von Jason Spezza. Das ist eine stark besetzte Truppe, die Senators, die natürlich auch in dieser Saison, denke ich, sehr viel erreichen wollen. Aber unsere Oilers natürlich auch. Und deswegen werden wir natürlich alles geben, um diese Partie hier, das erste Saisonspiel, für uns zu entscheiden. Matthew Garron bekommt heute den Vorzug vor Dwayne Rolison. Also zunächst Garron als Nummer 1 gesetzt im Tor, aber das kann sich natürlich während der Saison noch des Öfteren ändern. Also los geht's, eine lange Saison steht vor uns, auch wenn es bloß 29 Spieltage sind, aber nichtsdestotrotz wird sich das ganz schön ziehen. Und ich bin gespannt, was geht. Also der Auftakt in eine neue Spielzeit mit den Edmonton Oilers bei NHL 09. Und wir sind gespannt, was es so geht gegen Ottawa. Natürlich dürfen wir in diesem ersten Saisonspiel noch nicht zu viel erwarten, dass das Team noch nicht perfekt funktionieren wird, ist klar. Aber naja, nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön, wenn wir gleich zu Saisonbeginn den Sieg einfahren, um der Konkurrenz gleich klar zu machen, was wir in dieser Saison vorhaben. So, das ist Jason Spezza für die Senators. Sheldon Surrey war da und Garron kann sich zum ersten Mal auszeichnen. Und nächste gute Chance für die Senators, die hier munter beginnen, die Gastgeber aus Ottawa. Aber unser guter Garron im Tor aufmerksam und unser Goalie verhindert da die mögliche Frühführung der Senators. Das ist abseits, damit die Partie unterbrochen. Ja, vielleicht noch ein paar Infos zu NHL 09. Ja, wie gesagt, das war der letzte Teil, der damals für den PC erschienen ist, den EA Sports damals für den PC rausgebracht hat. Finde ich persönlich ein bisschen schade, dass EA entschieden hat, NHL bzw. die NHL-Spieleserie nicht mehr für den PC rauszubringen, nur noch für die PlayStation und Xbox halt für die Konsolen. Naja gut, aber das hat sich, denke ich, am Ende einfach nicht gelohnt, der Verkauf. War vielleicht das Interesse zu klein, könnte ich mir vorstellen. Gerade in europäischer Sicht ist das Interesse an NHL ja nicht immer so riesig, obwohl es ja viele Eishockey-Fans in Europa gibt, gar keine Frage. Naja, es wird schon seine Gründe haben, womit das zusammenhängt. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen schade, weil ich ja sonst eher immer der PC-Zocker war, bin ja jetzt auf die PS3 umgestiegen und mache halt die Let's Plays nur noch auf dem PC. Das wird sich ja dann ab kommender Saison ändern. Naja, aber NHL 09 hat, denke ich, von allen PC-Teilen, die rausgekommen sind, auf jeden Fall das beste Gameplay, haben sie natürlich nochmal ordentlich Änderungen damals reingehauen. Naja, ansonsten von der Grafik hat sich nicht viel geändert zu den Vorgängern, also das ist fast alles das gleiche geblieben. Aber sei es drum, da bin ich jetzt nicht so der Fanatiker, wichtig ist das Gameplay. Und es ist wirklich über die Jahre immer realistischer geworden, NHL 09, das ist schon ein guter Teil. Und ja, ich denke, da werden wir schon unseren Spaß damit haben. Und das ist Pisani für die Oilers, und da kommt der Pass und Gerber stark verhindert da die Führung für die Oilers und das Ding kann durchaus mal reingehen, war ein super Pass und eine super Chance, aber der Goalie auch super zur Stelle und da verhindert er die frühe Führung, naja, was heißt frühe Führung, schon fast 10 Minuten gespielt, aber die Führung auf jeden Fall für die Edmonton Oilers, die natürlich wünschenswert wäre in diesen ersten Saisonspielen. Nilsson sehr aufmerksam. Bisschen verhaltener Start beider Mannschaften, wenig gute Chancen, aber naja, was will man erwarten, es ist das erste Saisonspiel. Pisani mit dem Pass auf Nilsson, Gilbert und der Schuss und Gerber stark, aber jetzt hat er die Scheibe sicher und dann gibt es die Strafe gegen die Oilers und zwar gegen Dennis Krabuschkov oder so, komischer Name, habe jetzt nicht mal gesehen, warum er die Strafe bekommen hat, ja, da vielleicht für Stockschlag. Naja, Krabuschkov oder wie er heißt, muss raus, unser Coach damit natürlich nicht einverstanden, aber was soll's? Ottawa mit dem Powerplay mit einem Mann mehr auf dem Eis, Edmonton in Unterzahl. Mal schauen, wie wir uns anstellen in der ersten Unterzahlsituation in dieser Saison. Smith, kein guter Pass, Morrow sprintet da hinterher. Cogliano aufmerksam, Gilbert oder Gilbert. Sache der Aussprache. Morrow wieder. Da kommt der Pass in die Mitte auf Cogliano, aber Wolchenkov passt auf und Fischer für die Senators.
Gilbert, passt auf. Smith. Ja, wenig Chancen für die Senators, bis hin verhaltenes Spiel, wie gesagt, von beiden Mannschaften. Ganz sicherlich noch nicht das Nonplusultra, was hier gezeigt wird, aber naja. Erstes Saisonspiel, wie gesagt. Ist klar, dass da noch nicht alles läuft, aber jetzt kommen die Senators zur Chance und Garen stark. Und Sean Orkoff auf Nils und Andreas da hinten. Wir verteidigen das eigentlich ganz gut dafür, dass wir in Unterzahl agieren. Also Ottawa kaum mit Akzenten in Überzahl. Wischnowski und Steyos vielleicht mal aus der Distanz. Und da gibt es jetzt die Strafe gegen die Senators. Ist natürlich gut für uns gegen Jason Spezza. 2 Minuten für Cross-Checking. Auch das schauen wir uns nochmal an. Und auch diese Entscheidung, denke ich, nachvollziehbar. Holt er den Schläger raus und schlägt zu. Und das soll so nicht sein laut Regelwerk. Und deswegen 2 Minuten Powerplay für Edmonton. Na wunderbar. Haben wir also die Unterzahlsituation sehr gut überstanden und dürfen nun selber ins Powerplay übergehen. Penner an der Scheibe. Natürlich der beste Name, Penner. So, und dann der Pass und wieder Görber. Stark gegen Hemsky. Und das Ding kann man schon mal machen. Aber das ist natürlich auch ein starker Goalie. 3 Minuten und 1 Sekunde noch auf der Uhr. Und Drittel Nummer 1, Vermette. Aufgepasst, die Oilers befreien sich. Die Senators befreien sich natürlich. Wir bleiben am Zug. Und aufgepasst. Kein Abnehmer in der Mitte nach dem Pass von Kwerbuschow. Und Gagne da in der Rückwärtsbewegung. Aber Vermette schneller. Gilbert, Scheibe ist weg. Kwerbuschow, Gagne, Cogliano setzt sich durch. Schön gemacht. Und da findet er einen Abnehmer, Kohl. Und da war Görber noch dran. Knappe Angelegenheit, da hat nicht viel gefehlt. Wischnowski setzt sich da durch. Aufgepasst, der Pass kommt nicht an. Und dann ist das erste Drittel auch schon zu Ende. 0:0 nach den ersten 20 Minuten gegen die Ottawa Senators. Bisschen eher verhaltenes Spiel von beiden Mannschaften, die zwar ihre Chancen hatten, sie aber nicht nutzen konnten. Ansonsten sicherlich nicht das weltallerbeste Eishockeyspiel, was wir bisher gesehen haben. Aber naja, 40 Minuten sind noch zu gehen, da kann noch viel passieren. Also mal schauen, was im zweiten Drittel so abgeht gegen Ottawa. Da haben wir noch ein paar Sekunden Powerplay. Und die können wir vielleicht zum 1:0 und damit zur Führung nutzen. Mal schauen. Jason Spezza noch draußen auf der Strafbank. Die Frage ist, können wir das noch nutzen? Ja, 22 Sekunden haben wir noch Powerplay. Das ist nicht viel. Aber das könnte man ja mal ausnutzen, um hier ein Tor zu machen. Vermette, Surrey passt auf. Aber dann wieder so ein schlechter Pass und das gibt am Ende sogar noch Icing, jawohl. Und Ottawa hat da keine Probleme mit zu verteidigen in Unterzahl, wenn wir es ihnen so leicht machen. So, und Mesh Charles, Alfredson, aufgepasst. Garen stark wieder und Penner und raus da hinten. Auf geht's, Oilers. Penner an der Scheibe. Der Pass auf Hemsky, gut gedacht. Der hatte da gelauert im Rückraum. Ehrlich, Hemsky aber ohne Erfolg. Und Alfredson mit der Chance und dann ist er drin. 1:0 für die Ottawa Senators und Jason Spezza hat das Tor gemacht. Der Mann, der gerade noch auf der Strafbank saß. Ah, da setzt er energisch nach und dann ist das Ding drin. Das erste Gegentor der Saison für unsere Oilers. Die Führung für Ottawa. Ja, ja, und da freuen sie sich natürlich drüber, die Sens. Und unsere Oilers frustriert in Rückstand. Aber das passiert, das darf passieren, das kann passieren. Nur müssen wir jetzt natürlich wieder zurück ins Spiel kommen, damit wir hier nicht gleich den Auftakt versauen. Pisani. An der Scheibe für die Oilers und aufgepasst, der Pass und das ist der Ausgleich. Gilbert Brühl und was für eine Antwort. Das 1:1, Edmonton schlägt zurück. Schön gespielt, schöner Schuss und Görber ohne Chance. Edmonton findet die perfekte Antwort auf die Führung von Ottawa. Nur wenige Sekunden hat es gedauert und schon sind die Oilers zurück im Spiel. So kann das laufen und so kann es auch gerne weitergehen. Also was für ein Start in dieses zweite Drittel. Gleich mal 2 frühe Tore, gut verteilt auf beiden Seiten, 1-1. Und das ist Gagne. Und er setzt sich da schön durch und das 2:1 für Edmonton. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Eric Cole mit der Führung für die Oilers. Und wieder so ein super Spielzug unserer Oilers. Wunderbar gemacht. Schöner Pass. Naja, und dann ist das Tor fast leer. Dann ist es keine Kunst mehr, das Ding noch reinzumachen. Cole freut sich über seinen ersten Saisontreffer. 2:1 Edmonton. Spiel gedreht. Binnen kürzester Zeit. Keine 4 Minuten gespielt in diesem zweiten Drittel. Und es sind jetzt schon 3 Tore gefallen in dieser kurzen Zeit. Und aufgepasst. Vermette mit dem Versuch für Ottawa. Aber ohne Erfolg. Und Gagne nimmt da Anlauf. Und vielleicht gleich noch eins nachlegen. Aber die Scheibe ist weg. Mitch Jarrows befreit die Senators. Wischnowski. Aufgepasst. Gagne. Und der Pass kommt an auf Cogliano. Gut gespielt. Sehr schön gemacht. Und der Pass und Görber stark. Verhindert da das mögliche 3:1 für die Oilers aus Edmonton. War ein schöner Spielzug. Aber der Goalie lässt sich nicht nahen. Und hat diese Scheibe sicher.
Der nächste Face-Off geht an die Senators, Danny Heatley. Wunderbarer Check, genauso muss das sein. Gleich mal zeigen, wer hier mit mehr Körper spielt. Brühl. Pass kommt nicht an. Und aufgepasst. Spezza. Jason Spezza, der Torschütze für Ottawa mit dem Versuch. Gute Chance, aber kein Erfolg. Und Pisani. Der Pass auf Nilsson. Und aufgepasst, Brühl nochmal. Nilsson bleibt an der Scheibe. Gilbert verliert das Ding. Und aufgepasst. Gut aufgepasst da hinten drin. Und wir wieder in der Offensive. Pisani. Abwechslungsreiche Partie jetzt hier. Pisani, der Pass in die Mitte. Wolchenkov hat da aufgepasst. Und Danny Heatley wieder. Und Spezza mit der Chance. Garen Stark, unser Goalie. Sehr, sehr aufmerksam. Gefällt mir, was er zeigt. Phillips. Sheldon Surrey. Brühl. Nilsson. Wieder die Oilers am Zug. Nilsson mit dem Versuch. Körperstark. Und Fischer wieder für Ottawa. Aufgepasst, Freunde der Nacht. Schlechter Pass. Schubert hat da aufgepasst. So, und wieder die Oilers. Hier geht es jetzt hin und her. Richtig gute Partie jetzt. Penner. Und der Pass auf Hemsky und körperstark. Der Goalie wieder aufmerksam. Das war richtig gut gespielt von unseren Oilers. Am Ende fehlt nicht viel. Aber der Goalie hat aufgepasst. Also Ottawa spielt hier mit dem Feuer da hinten drin. Edmonton immer wieder mit guten Chancen. Aber andersrum sieht es ja auch nicht anders aus. Robital. So. Keine große Gefahr für unseren Kasten. Gilbert auf Brodziak. Der setzt sich da schön durch. Der Pass! Mascheros hat da aufgepasst. McEmmond. Robitaille. McEmmond wieder auf LePoint. Aufgepasst, der Pass. McEmmond wieder. McEmmond stark gespielt! Aber auch stark gehalten von Garen, der Goalie. Nicht zu überwinden in dieser Phase. So, und der Fehlpass. Und das gibt jetzt natürlich Konterplatz. Aufgepasst. Oh, da war mit der Riesenchance! Aber da versagen die Nerven. Was für eine Gelegenheit für die Senators. Und das Ding musste doch eigentlich rein, bei so viel Freiraum. Naja, zum Glück konnten sie die Chance nicht nutzen. Ruto. Steos holt sich da den Puck sehr gut. Das zweite Drittel nähert sich dem Ende. Edmonton für 2-1. So. Und der Pass auf Hemsky. Schön gemacht. Hurkov holt sich den Puck nochmal. Surrey. Steos haut einen drauf, aber Gerber wieder zur Stelle und es gibt den nächsten Bully. Ja, der Martin Gerber, der fängt auch ordentlich was weg. Also Chancen sind genug da für beide Teams. Die beiden Goalies aber im Großen und Ganzen sehr, sehr sicher heute. Nichtsdestotrotz schon 3 Tore gefallen. Aber jeder Goalie ist irgendwo überwindbar, von daher ist das auch nachzuvollziehen. Remet, Mascheros auf Donovan. Und wieder Ottawa am Zug, aber Scheibe weg. Jawohl, Wischnowski befreit da unsere Oilers. Und Cogliano, kriegt er den noch, ist die Frage. Nein, Icing. Schade. Das hätte eine richtig gute Gelegenheit natürlich werden können, wenn der ankommt, aber da haben die Senators was dagegen gehabt. Verständlich. Wischnowski und Gagne. Und die letzte Minute im zweiten Drittel läuft. Wir führen mit 2-1 gegen Ottawa in einer umkämpften Partie. Und Wischnowski mit dem Versuch und Körper unsicher. Gagne vielleicht nochmal. Nein. Aber es gibt die Strafe gegen die Senators. 0,5 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Und zwar wieder gegen Jason Spezza. Wieder 2 Minuten für Cross-Checking. Ja, und auch diese Entscheidung korrekt. Also Spezza lässt da seinen Frust ab über den Rückstand. Verständlich. So, und dann ist das zweite Drittel rum. Und Edmonton führt mit 2-1 bei den Ottawa Senators. Nachdem zunächst die Sens früh im zweiten Drittel in Führung gegangen waren, schafften wir dann schnell den Ausgleich und auch schnell die Führung. Haben die Partie also zu unseren Gunsten gedreht. Aber noch ist ein Drittel zu spielen. Noch ist das Spiel nicht gewonnen. Ottawa kämpft. Ottawa will. Und deswegen wird das hier noch eine spannende Angelegenheit werden im verbleibenden Schlussdrittel. Aber naja, wir starten ja mit Powerplay ins dritte Drittel. Und das könnte dafür sorgen, dass wir vielleicht das dritte Tor nachlegen und damit vielleicht für so eine Art Vorentscheidung sorgen in dieser Partie. Aber naja, überraschen lassen, abwarten. Noch ist der Kuchen ja nicht gegessen. Und das letzte wurde noch lange nicht gesprochen. Wischnowski. An der Scheibe für die Oilers. Und vielleicht gleich mit dem ersten Angriff. Schade, Pass kommt nicht ganz an. Penner. Und der Pass auf Hurkov. Stark gespielt. Und das hätte doch mal klappen können. Da war Gerber wohl überrascht über diesen gewieften Spielzug unserer Oilers. Aber leider, leider ohne Erfolg das Ganze. Naja. Face-off in Drittel der Senators. Mascheros. Können sie sich da befreien, die Gastgeber? Jawohl. Ottawa kommt raus. So. Vielleicht sogar noch zur Chance. Daniel Alfredson, der Captain. Aber Garen spielt mit unser Goalie sehr stark. Cogliano.
an der Scheibe setzt sich da durch. Der Pass findet keinen Abnehmer. Garnier vielleicht mit dem Bauerntrick. Ne. Da wurde er ordentlich abgeräumt. Cogliano. Ja, von hinten aufs Tor schießen ist nicht so clever. Gorbatschow. Und Chilwat mit dem Versuch. Und dann der Pass auf Gorbatschow. Irgendwann kriege ich den Namen noch hin, nur keine Sorge. So, die letzten Sekunden im Powerplay für unsere Oilers und dann ist es auch noch abseits. Also im Powerplay agieren wir noch nicht so souverän, aber ja, wie gesagt, erste Saison. Wir sind entschuldigt. So, Wischnowski. Otta war wieder vollzählig. Also, wir konnten unsere Überzahl erneut nicht nutzen. Bleiben aber am Zug und kommt zur Chance, körperstark. Und da verändert er das 3:1 für unsere Oilers. Schade. Gute Gelegenheit für Edmonton. Aber auch eine gute Parade. So, da gibt es noch ein bisschen Gesprächsbedarf mit dem Schiedsrichter unsererseits. Aber alles in Ordnung. Phillips für Ottawa, die jetzt in den letzten Minuten kaum Chancen hatten. Na klar, waren ja auch nur in Unterzahl. Aber sie müssen also was tun, die Senators, wenn sie dieses erste Spiel hier nicht zu Hause verlieren wollen. Und aufgepasst! Görber wieder zur Stelle. Nächster Face-Off. Der Goalie geht immer und immer wieder auf Nummer sicher. Aber das ist auch richtig. Nicht, dass er da hinten drin noch irgendwelchen Mist baut. Natürlich wenig förderlich für die Senators, die eh schon zurückliegen. Pisani. Und der Pass in die Mitte. Findet wieder keinen Abnehmer. Daniel Alfredson und Jason Spezza. Aufgepasst. Stark gespielt von Ottawa. Aber am Ende können wir uns befreien zum Glück. Und Pisani mit dem Gegenangriff. Der Pass. Görber war noch dazwischen. Heedley auf Spezza. Der ist frei durch. Garen. Uiuiuiui. Und am Ende der Pfosten. Da haben wir Glück gehabt. Fast der zweite Treffer von Jason Spezza. Garen hat da ordentlich zu tun. Aber Ottawa kann diese Großchancen jetzt hier erstmal nicht nutzen. Zu unserem Vorteil. Aber Ottawa macht jetzt Dampf. Alfredson, nächster guter Angriff der Senators. Heedley. Surrey. Das Ding muss raus da hinten. Nemski. Und Garen wieder zur Stelle. Unser Goalie. Bären Starks. Sheldon Surrey. Der Pass auf Brühl. Ja, mitten in den Reihenwechsel der Senators rein. Das ist natürlich wenig förderlich. Steos. Bloß die Ruhe bewahren da hinten drin. Der Pass auf Sean Orkoff. Er setzt sich da schön durch. Penner. Schade. McEmmond. Fischer. Nee, Penner. Warum sage ich Fischer? Penner. Hab mich verlesen. So. Orkoff. Und da kommt der Pass rüber auf Emski. Und was macht denn der Görber da? Den hält er noch. Das gibt's doch nicht. Super Spielzug der Oilers. Und das muss doch das 3:1 sein. Also da muss man doch dann in der Lage sein, den Puck mal am Goalie vorbeizubringen. Aber Mascheros mit der Chance. Und Karen Stark. Gott sei Dank. Das wäre es natürlich gewesen. Auf der einen Seite vergeht man die Riesenchance und dann bekommen wir das Ding fast hinten rein. Aber wir haben Glück gehabt. So, die letzten 5 Minuten des Spiels laufen. Ottawa rennt die Zeit davon, auch wenn sie ordentlich Dampf machen. Und wir wollen jetzt hier natürlich die Entscheidung. Und Cole mit der nächsten Riesenchance für Edmonton. Meine Herren, und die Dinger musst du einfach machen, wenn du hier Klarschiff machen willst. Aber wenn wir diese Dinger natürlich liegen lassen, kann es jederzeit passieren, dass Ottawa hier den Ausgleich macht. Die sind gefährlich, gar keine Frage. Garnier. Setzt sich da schön durch. Der Pass auf Cogliano. Wieder der Görber. Überragend, was der jetzt hier hält. Der lässt nicht zu, dass wir das dritte Tor erzielen. Das ist unfassbar. Der Goalie, der Senators, bärenstark. Aber nur noch 2 Minuten und 45 Sekunden auf der Uhr. Ottawa hat kaum noch Zeit, hier was am Ergebnis zu tun. Aufgepasst, Neil. Und der Pass stark. Aber Garen wieder überragend. Also die beiden Goalies in Bestform heute. Also was die so halten auf beiden Seiten, ist erstaunlich. So, gleich beginnt die letzte Minute des Spiels. Ottawa muss jetzt langsam mal, denn sonst geht hier Spiel 1 der Saison verloren. Die letzten Sekunden laufen, Wischnowski. Und der Pass in die Mitte findet keinen Abnehmer, Morrow. An der Scheibe der Pass auf niemand, sondern nur auf den Gegner. Und Platz und Neil und aufgepasst. Garen wieder stark. Storettini. Und die Senators werden bestimmt auch gleich Görber vom Eis nehmen, um hier den sechsten Feldspieler drauf zu holen. Schlibbert. Aus der Distanz! Aber wieder der Görber stark. Und dann gibt's den nächsten Bulli. Und knappe 30 Sekunden noch zu spielen. Also, ihr Senators, was fällt euch noch ein, um unsere Oilers noch zu ärgern, kurz vor Ende der Partie? Wäre natürlich schön, wenn wir mit dem Sieg in die Saison starten würden. Es wird natürlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. Das ist allgemein einfach das bessere Gefühl mit einem Sieg im die neue Saison zu starten. So, aber Volchenkov, Gott sei Dank im Abseits, denn da wäre er frei durch gewesen. So. 21,1 Sekunden noch. Kommt Ottawa hier noch zum Lucky Punch kurz vor Schluss. Remet
Remet, oh Gott, Garen Stark, zweimal unser Goalie. Ganz, ganz riesig pariert. So, und da kommen wir raus und das dürfte eigentlich reichen. Pisani, das Tor ist leer. Pisani, jawohl, 3:1. Fernando Pisani sorgt für die Entscheidung und Edmonton gewinnt damit das erste Saisonspiel gegen die Ottawa Senators. Voraussichtlich mit 3:1. Aber Fakt ist, das drehen die Senators nicht mehr. Schönes Ding natürlich, aber aufs Empty Net nicht die große Herausforderung. Ja, 7,4 Sekunden noch. Das Ding ist gelaufen. Und damit werden wir also mit einem Sieg in die neue Saison starten. Sehr schön. McEmmett nochmal für die Sands. Aber das hilft am Ende alles nichts mehr. Und Gerber nochmal stark. Und das war's. Edmonton gewinnt 3:1 gegen die Ottawa Senators. Spiel Nummer 1 der Saison. Am Ende denke ich nicht unverdient. Es war eine ausgeglichene Sache. Beide Teams haben gekämpft. Beide Teams haben ein gutes Spiel gemacht. Aber am Ende war Edmonton das Stückchen besser und hat letztlich ganz einfach die Dinger reingemacht. Und das ist Ottawa heute zumindest nur einmal gelungen und das war zu wenig und somit 3:1 der Endstand. Die drei Stars natürlich noch, wie immer, Jason Spezza, der dritte Star, mit der kurzweiligen 1:0 Führung für Ottawa. Dann der zweite Star heute, Matthew Garron. Ja, ja, der hat stark gehalten, unser Goalie, und zu guter Letzt Fernando Pisani mit einem Treffer und einem Assist. Der erste Star heute, also die Oilers können zufrieden sein. Wir gewinnen damit das erste Saisonspiel mit 3:1 gegen Ottawa. Nicht unverdient, zwar ein umkämpftes Spiel. Am Ende waren wir der Glückliche und auch, wie gesagt, nicht unverdiente Sieger. Ja, und das macht natürlich Lust auf mehr. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben. Hoffe, ihr hattet euren Spaß und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play NHL 2009. Also bis dahin, ciao, ciao.